ist natürlich interessant, aber mein Bruder, I'll be your man. Ich bin dein Mann. Rutsch mal rüber vom anderen Ende des Sofas. Unglaublich. So, Feierabendwechslung. Für den Weg in den Feierabend mit dieser Kultklassiker und ob jetzt gleich noch mal China, was ist heute mein Wetterchen für heute Abend? Naja, immer noch einige Schauer drin später. Es ist auch sehr kalt teilweise. Guck mal, in Moorbach und zurück bei Andreas Lomberg aktuell nur 16 Grad und wolkig. Und noch kälter, seht ihr meinen Daumen und Zeigefinger, so kalt in Meschstetten auf der Schwäbischen Alb bei Florian Glückler 15 Grad nur und wolkig. Morgen teils freundlich, später kräftige Schauer und Gewitter, dann 17 bis 23 Grad morgen. Na gut. 16:31 und am meisten Geduld brauchen Sie im Augenblick auf der A6 beim Kreuz Mainzberg. Dazu mehr dann gleich in der Übersicht. Damit Sie schneller ankommen, ist das Neueste aus dem SW3-Verkehrszentrum mit Ilka Staroste. Und wir haben noch ein paar Gegenstände, die herumliegen. Zum Beispiel auf der A6 Mannheim Richtung Heilbronn. Da liegen zwischen Wiesloch-Rauenberg und Sinsheim Eisenteile und ein Metallteil auf der A66 Fulda Richtung Frankfurt zwischen Maintal, Bischofsheim und Frankfurt-Bergen-Enkheim. Jetzt zur Übersicht. Bauarbeiten auf der 5 Bahn Richtung Karlsruhe zwischen Lahm und Ockenburg 3 Kilometer Stau. Sehr viel los auf der A6 Nürnberg Richtung Mannheim. Zwischen dem Kreuz Weinsberg und Bad Rappenau ein Unfall da, 12 Kilometer Stau. A60 Mainz Richtung Bingen zwischen Mainz-Finden, Saarstraße und Heidesheim 4 Kilometer. A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen zwischen Gundersheim und Worms 4 Kilometer Stau in der Baustelle. A643 Wiesbaden Richtung Mainz zwischen Mainz-Mombach und dem Dreieck Mainz 4 Kilometer. Jetzt die A7 Fürsten Richtung Ulm zwischen Dettingen und Altenstadt 4 Kilometer. A81 Stuttgart Richtung Singen zwischen Böblingen Ost und Ehningen 5 Kilometer stockend. B10 Ulm-Stuttgart bei Kuchen wegen einer Baustelle 2 Kilometer Stau in beiden Richtungen. Ein Unfall auf der B10 in Stuttgart statt auswärts Richtung Ulm zwischen dem Pragtunnel und Geisburger Brücke, da stehen sie über 4 Kilometer. Ein Unfall in Stuttgart auf der B14 zwischen Neckartor und Geisburger Brücke, da stehen sie noch mal über 3 Kilometer. Nordrhein-Westfalen A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen dem Kreuz Leverkusen und Köln-Mülheim 4 Kilometer. Allen unterwegs viel Geduld, wo es nötig ist, und kommen Sie bald an. SWR3 Kompakt. Und hier kommen die Infos aus aller Welt und auch aus Ihrer Region mit Ilka Jägersberger. Bei dem Flugzeugabsturz in der Nähe von Schaffhausen in der Schweiz handelt es sich offenbar um ein Familiendrama. Der Pilot, der sein Kleinflugzeug in ein Einfamilienhaus in Oberhallau gesteuert hat, ist höchstwahrscheinlich der Sohn der Hausbewohnerin. SWR3-Korrespondent Matthias Zahn. Die Polizei geht davon aus, dass der 48-Jährige absichtlich in sein Elternhaus geflogen ist. Es gibt eine Abschiedspflicht. Zum Motiv ist nichts bekannt. Die Ermittler haben keine Hinweise, dass der Mann seine Mutter verletzen wollte. Die 69-Jährige war alleine im Haus, als das Kleinflugzeug am Samstagnachmittag in das Gebäude raste. Die Frau erlitt einen Schock, blieb sonst aber unverletzt. Nach wie vor untersucht wird, ob neben dem Piloten noch weitere Menschen in dem Kleinflugzeug waren. Die Maschine wurde komplett zerstört, das Haus ist ausgebrannt und droht einzustürzen. Ein Eichhörnchen hat am Frankfurter Hauptbahnhof Zugausfälle und Verspätungen verursacht. Das Tier löste einen Kurzschluss in einer Oberleitung aus. SWR3-Reporter Andreas Hein. Das Eichhörnchen hatte eine empfindliche Stelle im Bahnnetz getroffen. Genau an einer Bahnbrücke im Einfahrtsbereich des Frankfurter Hauptbahnhofes verursachte das Tier einen Kurzschluss in der Oberleitung. Über dieses Nadelöhr fahren vor allem ICE- und Intercity-Züge aus und nach Mannheim, Wiesbaden und Fulda. Von 8 Uhr morgens bis nach 15 Uhr wurden diese Verbindungen umgeleitet oder fuhren nur auf einer Teilstrecke. Das Eichhörnchen hat für den verursachten Kurzschluss einen hohen Preis bezahlt. Bahnmitarbeiter haben das Tier zwischen den Gleisen gefunden, verkohlt und tot. Das Techno-Festival Sea of Love in Freiburg ist am Wochenende eskaliert. Die Veranstalter sollen rund 25.000 Tickets verkauft haben. Deutlich zu viele, sagt die Polizei. SWR3 Baden-Württemberg-Reporter Sebastian Bargon. Lebensgefährliches Gedränge, Chaos um die Tickets, kein Trinkwasser und Menschen, die die Autobahn überqueren. Die Polizei musste am Freitagabend Absperrgitterräume zur Bedingung angebracht werden, um eine Massenparty.